So, dann herzlich willkommen in diesem Big Blue Button Raum zur technischen Einführung von Everest. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt, die ihr alle jetzt hier reingekommen seid, schon bei der Einführung dabei wart oder bei einem anderen Vortrag. Wir haben ein Pad, was hier im öffentlichen Chat steht, was ich entsprechend beobachte. Ich bin hier für diesen Vortrag euer Moderator. Und wenn ihr Fragen jetzt während des Vortrags habt, schreibt sie entsprechend rein. Ansonsten möchte ich jetzt begrüßen Marco Möller und Cornelius Clausen. Die beiden sind zwei Startup-Gründer im Bereich der E-Mobilität und haben da ein Projekt gestartet und was sie uns heute vorstellen möchten. Und damit übergebe ich diesen beiden jetzt diesen Vortragsraum. Viel Spaß beim Vortrag. Ja, vielen Dank, Matthias. Danke für die Einführung. Genau, heute geht es um das Linux Foundation Energy Projekt Everest. Am Anfang geben wir noch mal eine kleine Einführung. Wie sieht eigentlich die E-Mobilität gerade aus, softwaremäßig? Aber vielleicht ganz am Anfang kurz, wer sind wir eigentlich? Ich kann mich kurz vorstellen. Ich bin Marco, ziemlicher Mathe, Algorithmen, Optimierungsnerd, ja, in Freizeit sowas wie Scientist for Future aktiv. Und ich bin Cornelius, eigentlich Physiker auch vom Hintergrund her, habe aber mein ganzes Leben lang immer irgendwie Elektronik gebastelt und programmiert. Und ja, wenn ich gerade nicht am Rechner bin, dann bin ich wahrscheinlich im Garten irgendwo beim Gemüse anbauen oder irgendwo unterwegs mit einem alten Land Rover und einem Dachzelt auf dem Dach. Genau, also, wie lädt man eigentlich ein Auto? Was ist dafür alles notwendig? Ist ja eigentlich ganz einfach, Stecker reinstecken und es lädt. Das wäre irgendwie toll, wenn das so wäre, aber in der Praxis geht es viel zu oft schief. Das war auch so die frustrierende Erfahrung, wo ich mein E-Auto vor 3 Jahren bekommen hatte, dass ich mich gewundert habe, warum ist es denn zur Hölle nochmal so schwierig, das einfach zum Laden zu bringen. Es wird zwar besser, wir haben ein ja, Startup-Projekt gemacht mit einer anderen Firma zusammen in den Bereichen, haben gemerkt, wie schwierig das ist, etwas zu bauen. Und nach haben wir verstanden, warum das so ist. Mal eine kleine Übersicht, Schocker-Slide. Hier mal so die Landschaft, die man technisch in der E-Mobilität vorfindet. Ganz, ganz viele Abkürzungen, fängt irgendwie ganz viel mit U an, ganz viele Standards, irgendwie OCPP, OCHP, OICP, was auch immer. Wir kümmern uns heute mal nur um diese linke Ecke von diesen ja, drei Bubbles hauptsächlich. Wir gehen also gar nicht auf alles ein, weil das alleine schon anstrengend genug. Uns geht es wirklich um alles rund um die EVSE oder auch kurz oder lang die Ladestation. Genau. Ladestation, hier mal als Box in der Mitte dargestellt, die hat irgendwie einen Controller, die hat irgendwie ein Energiemodul und die kommuniziert mit dem Auto. Natürlich gibt es einen dicken Powerpfad, da geht entweder AC durch, 110, 230 Volt, 103 Phasen, 6 bis 63 Ampere, je nach Land, je nach Stecker. Apropos Stecker, ja, es gibt sehr viele verschiedene Steckertypen. Mittlerweile hat sich Europa und selbst Tesla, die fehlen hier übrigens auf dem Chart, auf das CCS2 geeinigt. Das ist so, ja, das, was hier unten eingekreist ist, da sind entweder so zwei fette DC-Pins dabei oder auch nicht, je nachdem, ob das Auto auch schnell laden kann oder auch nicht. Apropos Schnellladen, wenn man es über DC direkt lädt, sind das entweder um die 400 Volt oder um die 800 Volt und bis zu 1000 Ampere, die man da durchjagen kann. Und mittelfristig soll es auch noch induktives Laden geben, wie auch immer. Aber das ist noch nicht alles. Man muss dann überlegen, welche Richtung kann die Energie fließen, in beide oder nur eine. Ich muss da irgendwelche Messgeräte davor schalten an die richtige Stelle. Ich habe so deutsches Eichrecht zu beachten. Originalzitat von einer großen Firma aus den Niederlanden: Es braucht deutsche Ingenieure, um das deutsche Eichrecht zu verstehen. Niemand auf der Welt versteht das. Das war abfällig gemeint und ich finde auch ein bisschen zu Recht. Electrical Safety muss man beachten, dass man da nicht aus Versehen irgendwelche Fehlerströme hat. Gerade AC-Ladestationen sind eigentlich total trivial. Das ist eigentlich nur ein An-Ausschalter und so ein bisschen, ich sag mal, Sicherungszeugs. Es geht aber mehr und mehr Richtung DC. Sneak Preview, was wir so hören aus der Industrie, wird wohl die nächsten Jahre irgendwann das AC-Laden abgeschafft. Also jeder, der sich eine AC-Wallbox von zu Hause gekauft hat, welcome. Ihr dürft das vielleicht irgendwann in 5 bis 10 Jahren auf DC umrüsten. Es gibt noch die Datenkommunikation zwischen Auto und Ladestation. Da wird es interessant für uns. Auf dem physikalischen Layer ist das entweder ganz klassisch so ein paar Drähte, wo irgendwelche Spannungen geschaltet werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwelche Widerstände draufgesetzt werden, um die Spannung entsprechend zu drücken. Dann läuft ein PWM-Signal drüber, um dem Auto mitzuteilen, wie viel Strom es ziehen darf.
Echt Steinzeit. Es fehlt ein Rückkanal. Also die Ladestation weiß gar nicht, ob das Auto gerade Strom braucht und wenn ja, wie viel und wie voll es gerade ist. Es gibt aber auch CAN-Bus. Das ist, finde ich, eigentlich eine sehr schöne Lösung. Das ist im Automotive-Bereich ziemlich etabliert und auch robust. Es gibt Powerline Communication. Ja, da wird wirklich ein paar Mbit Netzwerk aufgebaut über diese Pins. Oder es gibt auch WLAN, was gerade für induktives Laden interessant ist. Weil wenn man keinen Stecker reinsteckt zum Laden, möchte man auch keinen Stecker reinstecken für Datenkommunikation. So, auf diesen Links oben drauf habe ich dann irgendwelche Protokolle, die auch wieder aus sich verschiedenen Schichten bestehen. ISO 15F, also INO 61851 ist für das langsame AC-PWM-Zeugs. Dann gibt es die 70121, das ist für DC-Laden, die 15F8. Gibt es ganz viele verschiedene Versionen, bidirektionales Laden versteckt sich dahinter oder Plug and Charge. Das ist so die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird und das schon eine ganze Weile. CHAdeMO ist eher so asiatischen Bereich, das geht über CAN-Bus. SunSpec ist so ein universeller Standard, um Energiegeräte miteinander zu vernetzen, wird auch da immer wieder diskutiert. Das Lustige daran ist, ich habe hier einen mehreren Megabit Datenlink, trotzdem beschäftigen sich diese Standards darüber, die letzten Bits rauszuquetschen in Datenersparnis und machen deswegen manche Sachen viel zu kompliziert. Das ist etwas frustrierend, wenn man da Sachen implementieren will. Genau, aber ich rede ja nicht nur mit dem Auto, ich muss auch mit der Cloud reden, weil ich zum Beispiel abrechnen möchte und es gibt dann quasi nicht nur eine Abrechnungscloud, sondern es gibt vielleicht auch noch eine andere, die müssen auch untereinander kommunizieren, da gibt es Roaming zwischen. Diese Links zwischen der Ladestation und der Cloud laufen erst meistens durch irgendwelche privaten APNs und Custom-SIM-Karte, die ich kriege, die sind also nicht öffentlich im Internet, weil die Security auf diesen Protokollen vergessen haben. Die versuchen das jetzt nach und nach nachzurüsten, dass man die auch übers öffentliche Internet machen kann, aber das ist irgendwie noch nicht so richtig weit. Genau, und dann gibt es hauptsächlich das Protokoll OCPP, Open Charge Point Protocol, gibt es seit zig Jahren, es gibt auch seit zig Jahren schon Version 2.0, aber irgendwie werden gerade alle Features aufs 1.6 zurückportiert, weil es ist so anstrengend, die neuen Sachen zu implementieren. Und das Lustige daran ist, es gibt über 150 verschiedene Dialekte. Jede Ladestation hat so ihre eigene Implementierung. Und entsprechend müssen die Clouds dann tausende oder hunderte Kompatibilitätsadapter bauen für jeden Ladestationhersteller einen. Und weil das alles schon noch nicht kompliziert genug ist, wird jetzt auch demnächst eine riesen Public Key Infrastructure ausgerollt für dieses Plug and Charge. Genau, kommt immer in 2 Jahren, das schon seit 2014. Da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Dann, was habe ich hier noch drumherum? Ich muss mit irgendwelchen Menschen reden. Also, da habe ich vielleicht ein Display dran, ich habe vielleicht irgendwelche Apps, um das zu steuern. Ich habe vielleicht einen RFID-Kartenreader, um mich zu authentifizieren, um zu sagen, wer ich bin, um einzustellen, wie viel ich jetzt gerade laden möchte. Gerade bei privaten Ladestationen zu Hause möchte man gerne App haben. Was habe ich als nächstes? Ich möchte mit irgendwie dem Energienetz reden oder überhaupt diese ganzen Energiethemen. Es gibt irgendwie das lokale Erzeugung, also ich sag mal die Solaranlage auf dem Dach, der rede ich meistens über Ethernet, manchmal auch über RS-232 oder 485 oder sonst irgendwelche obskuren Mittel. Auf diesen Datenleitung habe ich dann oft Modbus, so ein Standard aus den 80ern, der durch SunSpec so ein bisschen standardisiert wurde neuerdings. Ich habe ziemlich eigentlich eine nette Idee, EE-Bus, leider auch wieder ziemlich kompliziert umzusetzen und macht deswegen seit Jahren wieder keine. Und ich habe wahnsinnig viel Custom-Stuff. Also Wallbox und Solaranlage reden lassen ist sehr anstrengend. Und ich muss ja nicht nur mit der Solaranlage reden, ich muss auch mit meinen Nachbarn Wallboxen reden, weil vielleicht muss ich mir den Strom irgendwie aufteilen oder ich muss verhindern, dass wir gemeinsam die Sicherung raushauen. Gerade wenn, keine Ahnung, Tiefgarage, Mehrfamilienhaus, 5 Autos kommen gleichzeitig an, muss man sich die Energie irgendwie aufteilen. Was gibt's noch? Ich muss mit dem Stromnetz reden. Da gibt es Radio-Teleswitches, das sind Rundfunk-Empfänger, eigene Frequenz, wo die halt effektiv dir deine Solaranlage ausschalten können oder halt auch deine Wallboxen ausschalten können, wenn das Stromnetz gerade irgendwie Stress in die eine oder andere Richtung hat. Es gibt Smart-Meter-Gateways, es gibt das öffentliche Internet, wobei die Energiethematiken oft Angst vorhaben, weil unsicher. Das sind so, ich sag mal, die physischen Layer. Obendrauf gibt es eine Handvoll Protokolle und auch hier gibt es einen riesen Zoo an Dingen, die man tun kann. Also in der Summe haben wir irgendwie, wir haben keinen de facto Standard. Es gibt auch keine Standard-Software-Stacks, die versuchen, alle diese verschiedenen Protokolle abzudecken. Und es gibt wahnsinnig viele Links in alle Richtungen. Ich habe, wenn ich schon Standards habe, schön viele davon. Und zweitens jeweils ganz viele verschiedene Dialekte. Und das Ganze wächst die ganze Zeit weiter. Was habe ich am Ende davon? Ziemlich hohe Inkompatibilität und Fehlerrate, schlechte User-Interface. Es ist teuer zu entwickeln, echt aufwendig. Und der Markt ist ziemlich zersplintert. Es gibt da so einen Schnicks KCD, der die Situation
beschrieben hat, was man jetzt eigentlich sagen würde, es gibt zu viele Standards, was machen wir da als guter deutscher Ingenieur? Wir machen einen neuen Standard, um es zu verbessern. Ja, genau, dann habe ich halt hinter einen Standard mehr, der nicht kompatibel ist. Das ist in unseren Augen nicht die Lösung, sondern eigentlich ist die Lösung, wir setzen uns mal gemeinsam hin und schreiben einen Softwarekern, den solche Ladestation nutzen kann und nutzen das als, ich sag mal, de facto Standard. Ähnlich wie alle modernen Browser durch den Chromium-Kern fast alle kompatibel geworden sind und es viel weniger Stress rund um HTML-Standardisierung gibt, haben wir mit dieser Idee, einen Softwarekern zu standardisieren, halt echt eine Möglichkeit, was zu reißen. Und das Ganze haben wir eingebettet in ein Projekt von der Linux Foundation. Die hat so eine Untergruppe Linux Foundation Energy. Und da gibt es ein riesen Ökosystem rund um Software, die ich für die Energiewende, für das smarte Stromnetz brauche. Und da sind wir halt die Komponente an der Edge. Und damit würde ich auch an Cornelius übergeben. Der möchte mich jetzt mal die Details einführen unserer Lösung. Genau. Ja, was ist jetzt Everest? Also wir haben gesagt, wir versuchen jetzt dieses Problem mal mit einer anders zu lösen. Wie Marco schon gesagt hat, wir stellen nicht einen neuen Standard vor, sondern wir versuchen quasi die Standards zu implementieren, die da schon sind. Everest ist ein komplettes Betriebssystem für Ladestationen, für Elektrofahrzeuge. Das heißt, es hat alle Funktionalität, die ich brauche, auf der Ladestation selber. Und zwar von kleinen Wallboxen, die ich zu Hause habe, mit der Solaranlage dran, bis hin auch zum großen DC-Charger, den ich an der Autobahn finde, in einem riesigen Ladepark mit hunderten von Chargern. Das Ganze läuft auf Embedded Linux. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, nicht, ich sag mal, kleinere Mikrocontroller oder ESP32, die hier ganz beliebt sind, zu unterstützen, weil wir gesagt haben, wir haben so viele Features vor, die teilweise relativ aufwendig sind und auf Netzwerkprotokollen basieren und so weiter, dass es einfach unglaublich angenehm ist, da einen Linux-Kern drunter zu haben. Wir brauchen aber kein besonders aufwendiges Linux-Board, das heißt, wir haben alles so in C++ und sowas entwickelt, dass man halt auch mit einem relativ schmalen Yocto oder sowas auf einem kleinen Arm hier gut leben kann. Wir versuchen so viele verschiedene Hardware-Plattformen wie möglich zu unterstützen. Also das Ganze ist extra nicht jetzt für einen speziellen Charger, sondern wir wollen wirklich versuchen, auch teilweise auf existierende Hardware draufzukommen und haben das Ganze unter der Apache 2 Lizenz veröffentlicht, damit es eben dann auch kommerziell gut einzubetten ist von den Herstellern, weil bei GPL gibt es oft, gerade bei größeren Firmen, immer so ein bisschen Angst, ob jetzt begründet oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber mit Apache oder MIT oder sowas kommen die in der Regel wesentlich besser klar. Die Idee, was Marco eben auch schon erwähnt hat, ist wirklich, dass Everest quasi so eine Art gemeinsamer Basislayer ist, weil es einfach keinen Sinn macht, dass jeder Ladestationshersteller auf der Welt diesen Ladekern, der bei allen ja derselbe ist, damit es kompatibel ist, neu erfindet und dann neue Features und neue Bugs erfindet dazu. Sondern es wäre viel schöner, wenn der quasi überall gleich wäre und die Hersteller ihr ganzes Geld und ihre Zeit darauf verwenden könnten, ihre Unique Features, sag ich mal, da oben drauf zu setzen, statt sich um die Kernfunktionalität wirklich kümmern zu müssen. Wie ist Everest aufgebaut? Wir haben uns relativ viel Mühe gegeben, das Ganze sehr modular aufzubauen, dass es quasi gut erweiterbar ist und auch gut anpassbar. Und dafür haben wir quasi den Everest Framework noch drumherum programmiert. Das heißt, das hat jetzt erstmal gar nichts konkret mit dem Inhalt oder der Funktionalität zu tun, sondern das ist ein recht allgemeines Framework, was ich jetzt im Grunde genommen für jedes beliebige andere Softwareprojekt auch benutzen könnte. Und jedes Modul ist ein eigener Linux-Prozess, der dann quasi in das Framework Interfaces exportieren kann also nach außen hin exportieren und sagen, ich habe ein Interface jetzt hier in dem Beispiel Modul A vom Typ Charger, da exportiere ich ein Kommando, was jemand aufrufen kann und ich habe jetzt noch eine Variable, die ich quasi asynchron einfach publishen kann, wenn sie sich ändert. Und ein anderes Modul, hier Modul B, kann jetzt einfach sagen, gut, ich tue irgendwas und ich brauche dafür von jemand anderem ein Interface vom Typ Charger, um zu funktionieren. Und dann gibt es quasi einen Config-File, das ist in dem Fall ein JSON-File, das gucken wir uns gleich nochmal an, was quasi beschreibt, welche Module geladen werden und wie die, insbesondere diese Verbindungen sind. Da steht dann zum Beispiel drin hier, Modul B, dein Requirement für das Interface Charger ist jetzt hier vom Modul A das Interface 1.
und wir knüppeln die zusammen und das Framework sorgt dann dafür, dass die Kommandos entsprechend dann auch hier rauskommen und die Variablen wieder zurücklaufen und so weiter. Genau. Jedes Modul kann natürlich mehrere Interfaces, verschiedene exportieren und ein anderes Modul kann auch verschiedene requiren von anderen Modulen. Was noch ein ganz interessanter Punkt ist, ist, dass die Module nicht unbedingt auf demselben Rechner laufen müssen. Das funktioniert im Hintergrund quasi mit MQTT. Aber das ist für die Module weggekapselt. Also im Modulcode sehe ich jetzt nichts konkret von MQTT, sondern das kapselt das Framework komplett weg. Der Teil mit den, dass es auf verschiedenen Rechnern läuft, ist noch nicht ganz fertig, ist aber was für die Zukunft definitiv kommt, weil uns das sehen wir auch später noch eine ganze Menge Anwendungen ermöglicht. Und man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass Everest zwar auf einer Ladestation läuft, wirklich lokal, um den Ladevorgang zu managen, aber gleichzeitig, wenn ich mehrere Everest-Charger habe, können die ja auch zwischen den Ladestationen Verbindungen darüber aufbauen. Man kann sich auch so vorstellen, dass Everest im Grunde genommen auf dem ganzen Ladepark läuft, also auf meiner ganzen Site gleichzeitig. Das Framework startet und stoppt dann auch diese Linux-Prozesse, also es passt auch darauf auf, wenn einer abstürzt und so weiter, was dann passiert. Genau. Managt diese ganze Kommunikation zwischen den Modulen, achtet auch auf die Typsicherheit. Also ich kann zum Beispiel keine Interfaces miteinander verbinden, die nicht quasi denselben Typ haben. Es werden auch alle Daten, die ich auf dem MQTT-Bus hier laufen habe, alle Objekte werden quasi gegen JSON-Schemas validiert, bevor sie losgeschickt werden, dass ich einfach so einen gewissen Test hier auch nochmal habe, wenn jetzt ein Modul irgendwie anfängt, irgendwelche falschen Objekte zu publishen, dann wird es halt gekillt. Was das Framework auch macht, ist das ganze Dependency-Checking. Das heißt, wenn ich jetzt am Anfang so eine Konfiguration zusammengebaut habe aus 100 Modulen und jeder braucht irgendwie ein Interface von dem anderen, dann wird am Anfang natürlich einmal überprüft, ob alle diese notwendigen Abhängigkeiten auch tatsächlich erfüllt sind. Man kann auch natürlich optionale Abhängigkeiten haben und sagen, als Modul, ich brauche jetzt so ein Interface, nicht unbedingt, aber wenn es da ist, nehme ich es gerne, um irgendeine Zusatzfunktionalität zu haben oder sowas. Darüber hinaus habe ich einfach noch so ein bisschen drumherum, was ich sowieso brauche. Ich habe quasi gemeinsames Logging, ein Management für Configuration, also für irgendwelche Einstellungen, die ich machen kann am Gesamtsystem. Da ist auch noch ein Code-Generator, um automatisch einen bestimmten C-Code zu erzeugen und so weiter. Das ist alles Teil irgendwie dieses Frameworks. Das Module-Config-File, mit dem ich dann quasi konfiguriere, welche Module geladen werden und wie sie verbunden werden. Das ist ein JSON-File und im Prinzip repräsentiert das erstmal als erste Vorstellung die Hardware der Wallbox. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich in der Wallbox habe ich irgendwie ein Compute-Board drin, ich habe eine Leistungselektronik drin, ich habe einen RFID-Reader drin und so weiter und im Prinzip bilde ich das mit den Modulen nach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel keinen RFID habe, dann lade ich einfach das RFID-Modul nicht. Oder wenn ich eine Wallbox habe, die zwei Ladeausgänge hat, damit ich zwei Autos gleichzeitig laden kann, dann lade ich einfach den Charging Core quasi zweimal. Ich kann Module auch beliebig oft laden. Und das hat den Hintergrund, dass die Ladestationen alle relativ unterschiedlich sind. Also es gibt eine ganze Menge verschiedene Hardware-Architekturen, sage ich mal, mit n verschiedenen Ladeports. Es gibt Lader, die haben DC-Ports und AC-Ports gleichzeitig. Dann gibt es welche, die haben noch irgendwie einen DC-Shademo und einen DC-CCS-Port, aber ich kann nicht gleichzeitig beide nutzen. Dann gibt es noch so Sachen, entweder bezahle ich quasi an der Station selber. Es gibt aber auch Ladeparks, wo ich zwei, drei Ladestationen habe und nebendran nochmal ein extra Gerät, wo ich mich quasi authentifizieren muss und bezahlen. Also die Grundarchitektur von diesen Ladestationen ist sehr, sehr divers. Und unser Ziel ist ja, dass wir im Grunde genommen alle diese Konfigurationen abbilden können. Egal, ob die Funktionalität in verschiedenen Geräten versteckt ist, ob in einem Gerät mehrere Units von einem drin sind oder wie auch immer. Und das kann ich quasi über die Module Config hier abbilden, indem ich einfach die Module so lade, wie sie tatsächlich physisch in der Hardware nachher auch aufgebaut sind. Dafür entwickeln wir gerade auch noch ein Web-Interface. Das ist noch relativ am Anfang. Im Moment muss man diese
Configs quasi von Hand als JSON schreiben, aber wir haben dann irgendwann in den nächsten Monaten dafür noch ein grafisches Webinterface, wo ich die Module einfach per Drag and Drop reinziehen kann und dann auch eben so mit der Maus einfach meine Verbindungen zusammenziehen kann und mir quasi die Wallbox nachkonstruieren, die ich in Hardware habe. Das wird dann relativ komfortabel. Gucken wir uns mal ein paar von den Teilbereichen von diesem Baum ein bisschen genauer an. Das Zentrale ist im Prinzip der sogenannte Charging-Kern. Das sind im Prinzip zwei Module im Moment. Der EFSA-Manager, EFSA ist ja quasi, heißt Ladestation, ist im Prinzip das zentrale Modul, was mit dem Auto kommuniziert über das Control-Pilot-Signal und die ganze Ladesession hat, sage ich mal, vom Anfang bis Ende, weil das ist das Modul, was quasi mitkriegt, wenn das Auto angesteckt wird. Das managt dann die ganze Kommunikation mit dem Auto, holt sich dann bei anderen Modulen zum Beispiel Authentifizierungsinformationen, wenn die Ladestation was kostet, schaltet dann das Laden entsprechend frei, überwacht den Vorgang und wenn der Ladevorgang beendet ist, schickt es auch den entsprechenden Datensatz an andere Module, damit die Abrechnung dann entsprechend gemacht werden kann. Also das ist so der zentrale Punkt, wo im Prinzip alle Daten, die zu der Ladesession gehören, zusammenlaufen. Das hat dann noch ein, ich sag mal, Hilfsmodul. Das ist das ISO 15118 Modul. Das ist mehr oder weniger einfach nur ein Protokoll. Das ist dann diese High-Level-Communication, die dann parallel zu dem PWM-Signal auf dem Control-Pilot noch eine Netzwerkverbindung zum Auto hat und dort eben im Prinzip XML-Messages, die in ECSI gepackt sind, austauscht, um eben auch nochmal einen Rückkanal fürs Auto zu haben, um zum Beispiel rauszukriegen, wie voll ist denn der Akkustand tatsächlich und bei DC, was für eine Spannung braucht das Auto denn, was hat's, wie viel Ampere kann es denn überhaupt und so weiter. Und bei AC kriegt man auch so interessante Sachen noch raus, wie zum Beispiel, wie viel Kilowattstunden bräuchte das Auto denn noch, um sein Ladeziel zu erreichen. Ist auch eine ganz spannende Sache. Das ISO 15118 ist funktioniert im Moment so einigermaßen. Wir nutzen da ein Open-Source-Projekt, was es schon gibt für den Protokollstapel, das ist RISE V2G in Java. Da sind wir aber drauf und dran, das dieses Jahr nochmal komplett neu zu schreiben. Zum einen, weil wir die Java-Abhängigkeit loswerden wollen, weil wir auf den kleinen Linux-Ports einfach ein bisschen Schmerzen haben, diese ganze VM damit drauf zu kriegen und der ganze Rest in C++ ist. Und das andere ist, dass dort die neueste ISO 15118 Variante, die -20 noch nicht drin ist, die ist auch vor kurzem erst gepublished worden als Final Draft, die dann aber so Sachen wie bidirektionales Laden zum Beispiel erlaubt, was uns für die Zukunft natürlich unglaublich wichtig ist und jetzt haben wir quasi beschlossen, wir schreiben den Stack einfach nochmal komplett neu in C++ und dann gleich mit den verschiedenen Normenversionen auch den neuesten dabei. Unterhalb von dem Charging-Kern gibt es dann erstmal einen Hardware-Abstraction-Layer. Das ist im Prinzip eine Handvoll Module, die hardware-spezifisch wirklich sind. Die haben relativ einfache Interfaces. Wir haben versucht, immer alles, was irgendwie Logik ist, in die gemeinsamen Module zu packen und wirklich nur den reinen Interface-Code quasi, ich sag mal, in die Treiber für die Hardware-Abstraction reinzupacken. Im Moment gibt es diesen Layer quasi fertig für das Pionix DevKit, wo wir selber drauf entwickeln. Und es gibt ihn auch einmal als Software-in-the-Loop-Simulation, da komme ich gleich nochmal zu. Aber wenn ihr das jetzt auf eure eigene Hardware portieren wollt, ist das relativ leicht gemacht tatsächlich, weil die Abhängigkeiten sind nicht so viele. Das ist jetzt insbesondere für den AC-Fall, ist das im Prinzip einfach nur, ich brauche einen Treiber für das Control-Pilot-Signal, dieses PWM-Signal. Und das ist wirklich, ich sag mal, von oben kommt rein, mache 20% Duty Cycle PWM und dann muss quasi das Hardware Abstraction Modul halt auf dem Hardware Port tatsächlich 20% Duty Cycle einstellen. Da ist aber keinerlei Logik mehr dahinter von dem Laden. Das ist quasi alles in dem zentralen Lademodul. Das ist dann reines Interfacing, wie ich quasi aus der Hardware dann auch das entsprechende Signal rausbekomme. Das gleiche gilt dann für Relais, die muss ich auch irgendwie ein- und ausschalten über irgendein GPIO oder sowas. Und der RCD, also der FI-Schalter, die haben manchmal auch noch irgendwelche Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel um sie zu resetten, wenn sie mal auslösen oder um rauszukriegen, wie viel Fehlerstrom gerade fließt. Wenn vorhanden, eben auch noch für den Stromzähler, der braucht auch irgendein Interface.
Das ist dann irgendwie typischerweise sowas wie RS-485 und irgendein einfaches Protokoll da drauf, was man relativ leicht anpassen kann. Der Slack Layer, das ist quasi ein Protokoll von dem Powerline Ethernet kommend. Man kann sich vorstellen, wenn man das Auto einsteckt, dann hat sowohl das Auto als auch die Ladestation, wenn es denn ISO 15F8 unterstützt, quasi so ein Powerline-Modem, so wie die Dinger, die ihr auch von der Steckdose kennt, wo ihr quasi LAN über die Steckdose machen könnt. Und die müsst ihr immer irgendwie pairen, um ein logisches Netzwerk zwischen den beiden aufzuspannen. Und wenn ich jetzt einfach beliebiges Auto da dran stecke, muss ich irgendwie die beiden Modems pairen und mich auf eine logische Netzwerk-ID einigen. Und das funktioniert mit dem Slack-Protokoll und funktioniert im Wesentlichen so, ich stecke ein Auto an und schicke dann auf dem Mac-Layer quasi Broadcasts und von der Ladestationsseite her, und das Auto horcht quasi, welche Antwort der Ladestation am lautesten ist, und das ist dann wahrscheinlich die, an der ich dran bin. Das kommt daher, wenn ich in einem großen Ladepark bin mit vielen Ladern nebeneinander, kann es prinzipiell sein, dass ich Cross-Coupling kriege und im Prinzip auch mit anderen Ladestationen oder anderen Autos sogar theoretisch reden könnte, weil dieses Powerline ja relativ gut durchgeht bis auf die Netzebene, wo die Lader ja verbunden sind. Deshalb gibt es hier nochmal so ein Protokoll, was quasi über die Signalstärke versucht rauszukriegen, wer die eigentliche Ladestation ist. Was soll schon schiefgehen dabei? Und dann einfach quasi die Modems pairt und ein logisches Netzwerk aufspannt. Und dieses Slack-Protokoll muss man wahrscheinlich, wenn man jetzt neue Hardware portiert hat, in aller Regel nicht neu implementieren, weil alle Hardware, die ich im Moment kenne, denselben Qualcomm-Chip benutzen für das Powerline. Und dafür ist es schon fertig, aber es sind ein paar Chips unterwegs, also sollte man auf einen anderen Chip treffen, kann es sein, dass man das Slack nochmal anpassen muss auf die entsprechende Hardware. Und das Letzte, was man typischerweise anpassen muss, ist irgendwie der NFC RFID-Treiber. Da haben wir im Moment einen drin für so einen ganz gängigen Chip von PN532, aber da gibt es auch ein paar verschiedene, die man draußen findet, und kann sein, dass man da auch nochmal eine Treiberanpassung machen muss. Abgesehen davon muss man aber typischerweise nichts tun und hat quasi dann auf einer völlig beliebigen anderen Ladestation plötzlich das gesamte Everest am Laufen mit all seiner Funktionalität. In Richtung Backend-Connectivity hatte Marco ja schon erwähnt, ich muss irgendwie mit der Cloud reden, typischerweise vor allem für Abrechnung, also für Autorisierung der Ladevorgänge quasi am Anfang und dann hinterher, wenn die Ladesession zu Ende ist, Abrechnung des Datensatzes. Und auch so ein bisschen Fleet-Management ist da auch mit drin. Das heißt, ich kann quasi aus der Cloud raus den Lader zum Beispiel mal neu starten oder ein Firmware-Update triggern oder solche Sachen. Dafür unterstützen wir im Moment OCPP 1.6 JSON. Das ist nicht der neueste Standard, aber immer noch leider der verbreitetste. Wir versuchen das so standardkonform wie möglich zu machen, auch wenn der Standard hier und da einiges an Freiraum zur Interpretation lässt. Und deswegen testen wir das auch mit relativ vielen verschiedenen kommerziellen Backends, um sicher zu sein, dass wir es quasi ähnlich verstanden haben wie die. Was uns ein bisschen unterscheidet hier zu anderen ist, dass wir versuchen, auch alle optionalen Profile von OCPP zu implementieren. Also in OCPP gibt es quasi so eine Art Kernprofil für die Basisfunktionalität und dann gibt es Erweiterungen für Smart Charging oder irgendwelche Security Extensions oder sowas. Und da steht immer dabei, dass man das nicht machen muss, und die meisten Implementationen, die draußen sind, sagen einfach, naja, wenn es optional ist, lasse ich es weg. Und wir versuchen hier wirklich alle diese Profile tatsächlich mal zu unterstützen. Ein super spannender Punkt ist das Energiemanagement, das hat der Marco ja auch schon mal kurz angerissen. Ladestationen sind unglaublich große Verbraucher. Ich kann mir vorstellen, jetzt selbst zu Hause, wenn ich 2-3 Ladestationen habe und alle laden mit voller Leistung und ich schalte dann noch den Backofen ein, dann kann es sein, dass es mir schon die Hauseingangssicherung rauspetzt, wenn ich nicht aufpasse. Das heißt, selbst da ist Energiemanagement schon mal angebracht, und wenn ich einen großen Ladepark habe, ist es das Gleiche. Da reicht auch in der Regel der Netzanschluss nicht aus, um alle gleichzeitig mit voller Leistung laden zu lassen. Bei kommerziellen Wallboxen jetzt mal für den Hausgebrauch gibt es oft so eine Art Master-Slave-Konzept. Das heißt, ich kann eine Box zum Master machen und die kriegt dann ihre 32 Ampere zum Beispiel und verteilt die dann auf ihre Slave-Boxen, damit die eine Sicherung nicht rausfliegt.
Das funktioniert auch ganz gut, ist aber in, ich sag mal, relativ einfachen Fällen oft schon nicht mehr ausreichend. Wenn wir jetzt mal als Beispiel ein Mehrfamilienhaus nehmen mit 5, 6 Parteien. Nehmen wir mal an, wir haben 2 Lader vor der Tür draußen, auf den Parkplätzen draußen und nochmal 3 in der Tiefgarage. Hängen die schon nicht mehr am selben Sicherungszweig. Und ich brauche schon ein etwas aufwendigeres Konzept. Und das wird dann schnell beliebig kompliziert. Und wir haben uns jetzt halt überlegt, wie können wir das in Everest gescheit allgemein lösen. Und haben gedacht, naja, im Prinzip machen wir das so, dass quasi ich mit Everest-Modulen hier, also diese ganzen grauen Kästchen sind tatsächlich Module im Everest, im Prinzip die Hausinstallation nachbaue. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier von links quasi Netzanschluss reingehe ins Haus, habe ich hier erstmal eine Sicherung. Ich habe jetzt mal 40 Ampere angegeben, das ist in der Praxis hoffentlich ein bisschen höher. Habe hier noch einen Stundentarif mit verschiedenen Preisen, also wo ich jede Stunde einen anderen Strompreis bekomme. Habe hier natürlich auch einen Stromzähler mit dran am Hauseingang. Und von da in der Weiterverteilung zum Beispiel eine 16 Ampere Sicherung, wo ich jetzt 2 Wallboxen dran habe. Sieht man schon, wenn ich beide voll auslaste, fliegt die hier auf jeden Fall raus. Und in der Tiefgarage unten habe ich eine 32 Ampere Sicherung hingelegt und habe da nochmal 3 Wallboxen dran. Und außerdem habe ich noch auf dem Dach eine Solaranlage. Für die kriege ich auch noch irgendwelche Forecasts, wie viel Strom die in den nächsten Stunden produzieren wird. So, und jetzt habe ich quasi in Everest einfach meine Hausinstallation nachgebaut. Und jetzt stecken die Mieter Autos an. Und der erste hier vom Haus, der muss ganz schnell weg. Das heißt, der will laden so schnell, wie es irgendwie nur geht, dass die Ladestation sein Auto halt kann. Der nächste, der hier parkt, der muss erst morgen früh um 7 weg, wenn er zur Arbeit muss. Und der würde gern lieber so günstig wie möglich laden, was ich ja hier jetzt bereits vorausplanen kann, weil bis morgen um 7 kann ich mir überlegen, naja, aus dem Solarforecast und der aktuellen Erzeugung, wie viel habe ich wahrscheinlich noch übrig an Solarstrom, was ich lieber lade hier, bevor ich es einspeise. Ich habe aber auch noch einen variablen Stromtarif gebucht. Das heißt, das, was ich nicht aus der Solaranlage kriege, kann ich vielleicht heute Nacht um 2 noch günstig nachladen, wenn die Strompreise runtergehen. Hier kann ich quasi also schon vorausplanen und den möglichst günstig laden und trotzdem sicherstellen, dass er bis morgen um 7 voll ist. Der dritte hier im Bunde, der steht in der Tiefgarage und steht da schon länger, weiß auch nicht, wann er wirklich weg muss als nächstes. Und der hat quasi eingestellt, er will eigentlich nur den Überschuss laden von der Solaranlage, der sonst eingespeist werden würde, weil es im Moment nicht passiert. Und das vierte Auto ist auch angesteckt, belegt hier einen Platz, ist aber bereits voll. Und die fünfte Ladestation benutzt gerade keiner. Und das ist so ein ganz typisches Szenario. Jeder von den Ladenden hat andere Ziele. Und Everest macht das jetzt hier so, dass es die Ziele kennt von den Benutzern, weil die eingestellt haben, als sie angesteckt haben. Kennt diesen ganzen Energiebaum als Module und lässt darüber jetzt quasi global einen Optimierer laufen, der für jedes Auto die entsprechenden Ladeziele erfüllt und gleichzeitig alle Limits einhält, die hier an entsprechenden Stellen gegeben sind, sodass keine der Sicherungen rausfliegt, also weder diese, aber auch die Hauseingangssicherung nicht, selbst wenn ich noch andere Verbraucher dazu schalte, wie jetzt zum Beispiel die Wärmepumpenheizung. Das kriegt es ja mit, weil es hier noch einen Stromzähler hat. Und es kann tatsächlich schnell genug reagieren, bevor die Sicherung rausfliegt, indem es die Autos runterregelt. Genau. Das Ganze wird erst dann richtig schön, wenn ich vom Auto auch tatsächlich den Ladestand bekomme, damit ich dann auch planen kann, wie viel Energie fehlt denn dem Auto noch, dass es dann auch wirklich voll ist bis morgen um 7. Da kommt wieder dieses ISO 15118 Protokoll rein und das unterscheidet uns auch, ich sag mal, von einigen anderen Open Source oder auch kommerziellen Implementierungen für Wallboxen, dass die in der Regel das tatsächlich bei AC nicht unterstützen und deswegen den Batteriestand entweder gar nicht kennen, das ist das Typische, oder über Umwege, sag ich mal, über Bluetooth-Dongles oder über die Hersteller-Clouds, was in dem Fall aber gar nicht möglich wäre, weil ich ja die Autos quasi beliebig permutiere zwischen den Ladestationen und irgendwann keine Ahnung hätte, welcher Cloud-Account denn jetzt gerade zu wem gehört. Und das ist eben ganz wichtig, dass man das lokal direkt das Auto fragen kann. Genau. Das Ganze hier mit dem Energiemanagement wird nochmal eine Ecke spannender, wenn es dann Richtung bidirektional geht, weil dann könnte ich ja auch zum Beispiel das Auto hier, was super schnell weg muss, quasi laden, während ich ein anderes entlade, was gerade noch ein bisschen mehr Zeit habe und dadurch meinen Solarstromverbrauch trotzdem erhöhen. Das heißt, dann müsste ich vielleicht, obwohl der hier schnell laden will, keinen Strom zukaufen, sondern ich entlade die anderen Autos ein bisschen,
und ladet die nachher dann über Solar wieder nach oder solche Optimierungen. Das wird dann beliebig kompliziert, aber auch echt spannend. Ja, noch ein kleines Thema, Local Display App. Wir sind auch dabei, quasi gerade noch eine App zu entwickeln, die dann auf dem Bildschirm von der Ladestation läuft. Die meisten Wallboxen haben kein Display für ein Hausgebrauch. Die großen DC-Charger haben das in der Regel. Wir finden das eigentlich ein bisschen blöd. Ich finde, auch für eine kleine Wallbox ist es super praktisch, teilweise ein Display zu haben, wo ich irgendwas einstellen kann auf die Schnelle, ohne jedes Mal mein Handy rauszukruscheln und irgendeine App aufzumachen. Und genau, da haben wir eine kleine Flutter-App, sind wir am entwickeln, die dann mit Flutterpi auf dem Linux läuft. Haben aber gerade erst angefangen, da sind wir noch nicht besonders weit. Das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, Software in the Loop Simulation für den Hardware Abstraction Layer gibt es quasi auch einen Satz Module, die komplett eine Hardware simulieren. Da gibt es auch noch zusätzlich ein Modul, was ein Auto simuliert. Das heißt, ich kann dann quasi ein virtuelles Auto an die virtuelle Ladestationshardware anstecken und den restlichen Error-Stack damit quasi komplett testen. Das ist das, was wir typischerweise benutzen zum Entwickeln. Das heißt, ich kann auf meinem Laptop Everest installieren, kann die Software-in-the-Loop-Simulation benutzen und kann virtuelle Autos laden und kann im Prinzip alles testen und alles entwickeln, als hätte ich eine tatsächliche Ladestation und ein echtes Auto dran. Das Auto kann im Moment noch kein ISO 15118, das kommt aber demnächst auch. Das heißt, es kann dann sogar diese High-Level-Communication auch. Genau, was haben wir alles noch so vor? Vieles habe ich schon erwähnt. Unsere erste Prio ist quasi im Moment dieses Webinterface hier noch fertig zu machen, dass man das gescheit konfigurieren kann. Bei der Backend-Integration fehlen noch ein paar der optionalen Profile. Und wenn OCPP 1.6 dann mal so weit steht, geht es daran, eben auch die neuere OCPP-Version zu implementieren, die einiges an Vorteilen hat. Zum Beispiel hat man da tatsächlich mal dran gedacht, wie ist denn das mit Sicherheit? Ist es denn so eine gute Idee, alles im Klartext ohne Authentifizierung zu übertragen oder könnte da irgendwas bei schief gehen? Das hat man in 2.01 ein bisschen eleganter dann versucht zu lösen. Wir müssen einiges an Tests machen mit Autos, da sind wir permanent dabei, aber es ist auch so, dass die Autos natürlich nicht alle gleich sind, die haben auch alle verschiedene Implementationen und da gibt es immer die lustigsten Bugs. Es gibt auch ein paar Autos, die kann ich quasi einfach von der Ladestationsseite aus abbrennen lassen, wenn ich möchte. Genau. Bei der Kommunikation mit dem Auto, gerade ISO 15118, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist noch eine ganze Menge Arbeit, weil wir diesen Stack nochmal neu schreiben wollen. Da fehlt uns auch noch die alte DIN-Spec 70121. Das ist im Prinzip so ein Early Fork von der 15118, so fast kompatibel ist, aber nicht ganz. Und eigentlich wollen wir irgendwann auch mal Schademo machen für die ganzen asiatischen, japanisch, also Japan vor allem. Genau, was ist noch? Grid Integration, da haben wir noch nicht wirklich mit angefangen. Protokolle wie ADR oder USEF zu implementieren, also alles, was quasi mit dem Stromnetz redet, wo man dann eben im Energiemanagement auch nochmal Optimierung machen kann, Richtung Netzstabilität, Netzdienlichkeit, dass man sagen kann, gut, ich lade eben dann, wenn das Stromnetz gerade auch Überschuss hat und nicht gerade Mangel. Es gibt Richtung EE-Bus, Smart Grid Ready Sachen, Smart Meter Integration, noch ein bisschen was für den Heimbereich, was uns fehlt, wo wir dran müssen. Und natürlich jede Menge Hardware-Treiber für verschiedene Stromzähler, für verschiedene DC-Netzteile und was auch immer, also quasi Komponenten, aus denen ich Ladestationen bauen will, werden mit der Zeit auch immer mehr dazukommen. Payment APIs ist auch noch ein großer Punkt, was wir einbinden müssen. Im Moment läuft das ganze Payment immer über die Cloud, was teilweise irgendwie nicht so toll ist, weil manchmal will man auch einfach lokal bezahlen in so einer Box und nicht für 10 Euro im Monat so einen Cloud-Backend-Zugang mieten. Und da gibt es ja auch einiges, was regulatorisch quasi mittlerweile vorgeschrieben ist, zumindest für Deutschland, dass man dann zum Beispiel einen EC-Kartenleser einbauen muss. Genau. Und was das Wichtigste dabei ist, wir sind ein echtes Open-Source-Projekt. Jeder ist immer super herzlich willkommen mitzumachen und wir brauchen auch an allen möglichen Stellen Hilfe. Und freuen uns satirisch, wenn irgendjemand Bock hat, mitzubasteln oder mal was zu testen oder was auch immer. Und dazu vielleicht noch eine ganz kleiner Hinweis. Es gibt von Pionix auch ein Dev-Kit dazu, was man kaufen kann, was im Prinzip eine AC-Wallbox ist mit einem Raspberry Pi Compute-Module drin. Die ganze Box ist nicht darauf optimiert, sag ich mal, die
die günstigste Wallbox für den Massenmarkt zu sein, sondern die ist echt darauf optimiert, ich sag mal, hacker-friendly zu sein. Das heißt, ich komme an alles dran, kann alles schön programmieren. Und das ist das, was wir im Moment benutzen, um Everest zu entwickeln, wenn es nicht die Software-in-the-Loop-Simulation ist. Aber ich kann die auch einfach benutzen, um jeden Tag mein Auto zu laden dann damit. Genau, damit komme ich auch schon zum Ende. Hier nochmal unsere URL, wo ihr uns auf GitHub findet. Wir sind, wie gesagt, auch Teil der Linux Energy Foundation hier. Haben eine Mailingliste, wo ihr euch gerne eintragen könnt, um up to date zu bleiben. Und wenn ihr irgendwie mitmachen wollt, Fragen habt oder was, kontaktiert uns einfach immer. Genau. Und damit leite ich dann auch über zur Diskussion. So. Ja. Herzlich willkommen zurück. Erst einmal der virtuelle Applaus ist erstmal eure. Es sind ja doch einige gekommen. So, ein paar Fragen sind schon im Pad eingetroffen. Dann möchte ich schon mal mit der ersten mal starten. Da gibt es schon mal den kleinen Werbeblock. Gibt es denn schon Hardware, was man schon aktuell kaufen kann, was auf euren Sachen basiert? Es gibt kommerziell noch keine Hardware erhältlich im Moment. Das Einzige, was man im Moment kaufen kann, ist das DevKit. Dann kann man quasi selber mit raus rumspielen. Es wird aber, ich sag mal, in den nächsten Monaten / wenigen Jahren wird einiges kommen. Also wir sind drauf und dran, haben da einiges in der Pipeline, sodass man dann auch tatsächlich verschiedene Produkte von allen möglichen Herstellern in Zukunft kaufen können wird, wo das dann drauf ist. Ja. Und dieses DevKit haben wir schon zur Verfügung, so ich sag mal Engineering Samples. Wenn das jemand ganz, ganz dringend braucht für sein Projekt, kann man auch jetzt schon drüber reden. Wir sind jetzt an so nervigen Themen dran, wie Spritzbus, Gussgehäuse und sowas. Also das kommt die nächsten Monate. Okay, dann gibt es hier noch etwas, hier noch eine Rückfrage. Hier, die Ladesäule kommuniziert per Powerline-Modem und NFC mit dem Auto. Könnt ihr das nochmal kurz präzisieren? Also NFC wird benutzt für die Bezahlkarten. Ne? Wenn ich quasi mein Auto angesteckt habe und ich muss mich irgendwie authentifizieren, dann habe ich so einen NFC, RFID-Reader, wo ich so eine Karte drüber ziehe mit meiner ID. Und Powerline-Kommunikation ist quasi über, also zwischen Auto und Ladestation, das stimmt, über das Kabel. Und da ist es im Prinzip so, dass die kein Kabel mehr übrig hatten. Also als sie den Standard sich ausgedacht haben, hatten sie quasi einen Draht für ein PWM-Signal, wo quasi die Ladestation mitteilen kann, hey, wie viel Ampere kann ich denn als Ladestation, damit das Auto nicht aus Versehen mehr verbraucht. Und dann kannst du mit so ein paar Widerständen noch so 2-3 Antworten schicken darauf. Dann hat man sich gedacht, naja, das reicht nicht, und hat dann aber keine Pins mehr gehabt für einen vernünftigen Datenbus. Und dann sind sie auf die Idee gekommen und haben quasi diese Powerline-Chips, die man wirklich auch aus den Steckdosen Ethernet-Adaptern da kennt, recycelt und gesagt, auf das 1 Kilohertz PWM moduliere ich noch ein Powerline-Signal mit drauf, und dann habe ich ja plötzlich eine Netzwerkverbindung zum Auto. So kam das zustande. Okay, vielen Dank. Dann gab es noch die Frage, kann man Teile eures Stacks auch ohne das Framework benutzen? Zum Beispiel die Hardware-Abstraktion oder die Protokollimplementierungen? Vielleicht noch ganz kurz ein Punkt zu dem, was eben gefragt wurde. Man kann übrigens über diese Powerline-Kommunikation das Auto sogar halb zum Absturz bringen. Also falls jemand Spaß am Gerät haben will. Ja, also man kriegt die Autos durchaus so weit, dass die intern ihren Akkustand nicht mehr wissen. Natürlich nicht so schön. Ja. Was hast du zu der nächsten Frage? Kannst du da schon noch was sagen oder soll ich es nochmal vorlesen? Genau, kann man Teile unseres Frameworks benutzen, zum Beispiel Hardware-Abstraktion? Genau, das kann man definitiv. Also wir haben versucht, gerade die Protokolle quasi nicht in die eigentlichen Module reinzumachen. Also wir haben immer sozusagen das C++-Modul, was dann nachher das Everest-Modul ist und mit den anderen kommuniziert und so weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das OCPP-Modul nehme, dann hat das ganze Everest-Interfacing und so ein bisschen Logik, aber nutzt im Hintergrund quasi eine Lib-OCPP, wo der eigentliche Protokollstapel drin ist. Und das haben wir extra so aufgeteilt, weil wenn ich jetzt ein völlig anderes Projekt habe, dann will ich vielleicht nur die Lib-OCPP benutzen mit den eigentlichen Paketdefinitionen und dem Protokollstack und nicht das Everest-Modul drumherum. Deswegen ist es bei den komplizierteren Sachen, sind es in der Regel zwei Teile. Ja, ich glaube, wir haben ungefähr 10, 15 Public Repositories aus dem Grund. Das ist ein bisschen zerlegt. Okay,
Herzlichen Dank dafür. Und dann gab es noch die andere Sache hier. Könnt ihr was dazu sagen, warum und wie ihr ein Linux Foundation Projekt geworden seid? Und dann das nächste gleich im Anschluss, gibt es Open Source Projekte, auf denen ihr aufbaut? Linux Foundation, kann ich kurz was zu sagen. Die haben uns durch Zufall gefunden und wir hatten sie durch Zufall gefunden. Die machen ja so einen riesen Themenbereich Energiewende, sage ich mal so grob. Und Elektromobilität ist halt vermutlich in Zukunft für 20% des Stromverbrauchs verantwortlich, 20 bis 40 irgendwo so in dem Bereich. Und gleichzeitig sind das noch riesen Pufferspeicher, riesen Akkus, die man noch nutzen kann, um, ich sag mal, wenn eine Wolke vor der Sonne ist oder mal eine Flaute ist, über ein paar Stunden da zu puffern. Für die war es wahnsinnig wichtig, was zu kriegen. Die haben sich alle möglichen Projekte angeguckt, also auch die anderen Open-Source-Projekte, die es im Bereich gibt, und haben hinterher gesagt, nee, wir passen da am besten. Und genau, dann war es noch die Frage, ob wir andere Projekte mitnutzen. Hier wurde auch gerade nach OpenWB gefragt. Der größte Unterschied zwischen uns und den anderen Open-Source-Charging-Projekten ist, wir sind Apache-License, die anderen sind GPL. GPL ist zwar irgendwie, ja, ist ein ideologischer Unterschied, aber das große Problem mit den GPL-Lizenzen, eine Firma wird das niemals anrühren. So eine, keine Ahnung, irgendeine von den, also VW-Ladegeräte werden garantiert keinen GPL-Code drin haben, weil große Firmen, wir wissen das aus eigener Erfahrung von früher, meiden das echt wie der Teufel das Weihwasser und deswegen sind wir auf Apache gegangen. Vielleicht. Wobei lustigerweise die GPL-Lizenz des Linux-Kernels irgendwie ist nicht schlimm, aber die GPL-Lizenz von anderen Programmen ist viel schlimmer. Das ist halt irgendwie so Großkonzern-Denke. Also das Linux drunter ist irgendwie okay, aber die oberste Application-Schicht darf auf keinen Fall GPL haben. Das ist irgendwie so eine seltsame Ansicht, aber das haben wir ganz oft gesehen. Genau. Es gibt auch noch so ein bisschen einen Unterschied. OpenWB kann ja tatsächlich auch ziemlich viel. Ist aber so ein bisschen ausgerichtet auch, sag ich mal, auf den Hobby-Betreiber, also wenn ich für zu Hause, sag ich mal, und hat zum Beispiel keinerlei Features, die ich brauche, um einen kommerziellen Charger auf der Autobahn zu betreiben. Also da fehlt ungefähr alles. Und wir versuchen wirklich das auch mit abzudecken. Und ja, aufbauen tun wir jetzt nicht auf OpenWB oder sowas. Das Einzige, was jetzt, also wir haben natürlich eine ganze Menge Open-Source-Projekte drunter, klar, wir haben Linux drunter, wir haben auch jede Menge, ich sag mal so Tools, MQTT-Broker und so ein Krams, aber was jetzt speziell wirklich die Ladeinfrastruktur betrifft, haben wir im Moment, glaube ich, nur dieses RISE V2G für den 15F8-Protokoll-Stack drin, den wir aber wieder loswerden. Also es gibt direkt für die Ladeinfrastruktur gibt es relativ wenig brauchbare Open-Source-Projekte im Moment. Also von SunSpec gibt es so Spec-Files für die verschiedenen Paketdefinitionen. Die haben wir natürlich von deren Repository geforkt. Ja. Aber da ist kein Code dabei zum Beispiel. Ne? Das ist nur. Ja. So, und dann kam es noch eine Frage in Richtung Startup. Was ist denn eigentlich euer Geschäftsmodell, möchte hier jemand wissen? Genau. Also vom Prinzip wollen wir Firmen betreuen, die Ladestationen bauen. Darum geht es uns, dass wir quasi da bei der Integration helfen, softwareseitig, die mit Updates versorgen. Also so etwas. In diese ganze Richtung. Updates und SS-Service, Custom-Module. Aber wir sind selber, wollen wir nicht als Ladestationshersteller auftreten. Wir machen jetzt dieses DevKit einfach nur, um unsere Community, ob das jetzt Firmen oder Privatleute sind, einfach ja, schneller produktiv zu kriegen. Okay, und damit, wenn jetzt jemand aus dem Publikum nicht noch schnell irgendeine Frage entsprechend hat, jetzt die er noch hier entsprechend ins Pad schreibt, würde ich mich dann nochmal bei euch bedanken. Mir scheinen ja alle Fragen jetzt bekommen zu haben. Das ist ja sehr schön. Und dann wünsche ich euch doch einen schönen Nachmittag. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt und mitgedacht habt. Und damit würde ich jetzt langsam mal, wenn auch ihr jetzt nichts weiter habt, noch irgendwas zu sagen, würde ich dann, oh, da kommt noch etwas. Okay, Sie wollen wissen, ob wir noch irgendwo im Work Adventure zu irgendwelchen 1:1 Sessions oder detaillierten Austausch hier vorhanden seid. Mich hat gerade Covid ein bisschen erwischt. Ich glaube, ich lege mich gleich wieder hin, aber ihr dürft mich gerne anrufen oder eine Mail schreiben. Ja. Also entsprechend im Zweifelsfall nimmt die Slides. Ansonsten könnten wir auch hier im Raum noch ein bisschen bleiben, nachdem, weil sie das Recording. Okay. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit. Dann, genau. Ja. Alle Mikrofone aktivieren, wer will, kann ich hier gleich fragen. Na dann beende ich dann mal diese Aufnahme, dann dir ansonsten noch schöne gute Besserung und entsprechend dann und allen anderen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.